Also ich hoffe, lieber Jorge, dass wenn du das siehst, dass du mir das verzeihst und dass du auch darüber lachen kannst. Ich weiß ja, du hast viel Humor und du kennst ja deine Parodie und du magst sie ja auch. Diesmal ist sie noch ein klein bisschen mehr überzogen, würde ich sagen. Hola, chicas und chicos. Mein Name ist Jorge Alessi González Madrigal de Ronavilla. Aber heute, ich bin für euch der große González. Wegen die Gong. Natürlich, nie lache. Nie lache, nie lache. Ah. Nie lache, okay? Und heute, ich mache für euch einen super guten Zaubershow, okay? Aufgepasst. Danke schön. Ah. Jetzt bitte in Ruhe, Ruhe. Das ist sehr gefährlich. Oh ja, das ist ja gefährlich. Ich werde schlucken diesen Zweck. Oh, 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 oh. Okay. Viel Glück. Danke, gut. Oh. Das war ein super Trick. Dann. Ich weiß nicht, was kann ich noch. Das ist vielleicht ganz gut. Für Kurt. Das mache ich nur für Kurt. Guck Laterne, mal. Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Geh um, Mensch. Kurt, guck mal, Kurt. Ich freue mich so, dich zum Sehen. Ja. Oh. Ja. Aber schön. Ist kein Problem. Ist nur eine Kugel. Magische Kugel. Also, ich habe mich sehr gefreut über Max, dass er wieder mit dabei ist. Aber ich habe mich nicht über Jorge gefreut. Also, das war. Also, weil. Max war ja eigentlich in der ersten Staffel noch ganz lieb und nett. Und ich habe aber gemerkt, was man nicht machen darf oder was dazu führt, dass man schnell lachen muss, ist, wenn man in der Performance die Leute per Namen anspricht. Und wenn er damit eigentlich nicht rechnet, weil ich mich weggedreht habe und er dann als Jorge González immer noch gesagt, also mit diesen Mega-Zähnen, mit diesem Paletten-Sacko, Roma! Homa! Homa! Und da war bei mir vorbei. Oje! Großes Finale. Vor dem Finale habe ich hier einen ganz normalen Zylinder. Leer. Okay. Ich liebe Zauberei. Ja. Ich auch. Gut. Und ich liebe dich auch. Immer schon im Mob. Und jetzt auf dem Bass, ich werde zaubern aus diesem Zylinder. Oh. Ich hab Schiss, hör auf, komm, ich hab Schiss. Oh. Okus, nimm Pokus, nimm Pinning, Bums, Hase. Oh. Das war mein Zauber-Show, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob man es Parodie nennen kann, aber es ist so eine Art, sowas in der Art, ja. Also ich habe ja Jorge schon bei Switch damals parodiert, ne? Der ist ja schon Ewigkeiten bei mir im Repertoire. Und natürlich überlegt man bei so einer Show auch, was kann man parodistisch machen oder was könnte ich parodistisch machen? Und es ist für mich ja total schade, weil ich ja maskentechnisch total begrenzt bin. Ich kann mich ja nicht wie sonst 4 Stunden vorher in eine Maske setzen und schminken lassen, damit ich dann so aussehe wie Robert Habeck oder so, sondern das muss ja mit ganz einfachen Mitteln gehen. Und bei Jorge hatte ich halt so das Gefühl, dass man mit relativ einfachen Mitteln, dass ich mir selber da hinten irgendeine Frise aufsetze und irgendwie ja, dass ich mit ganz einfachen Mitteln irgendwie so diese Figur mal so grob skizzieren kann. Und ich fand es halt einfach, also ich finde, er ist einfach eine Figur, die nach vorne geht, die lustig und schräg ist. Und wie gesagt, das finde ich halt für das Format immer wichtig. Wenn es dann zu gesetzt und kabarettistisch politisch wird, dann glaube ich, dann lockt man da auch kein Lachen hervor. Und ich hatte so das Gefühl mit diesem Jorge, Wahnsinn. Und wenn der dann auch noch irgendwas macht, wofür er eigentlich nicht steht, dann könnte das lustig werden. So. Aber ich muss dir sagen, ich bin da auch 1000 Tode gestorben, weil ich war, glaube ich, einer der Ersten, der da performt hat, in der Staffel dann, mit dieser Nummer. Und ey, das ist dann, da wurde einem, dann ist, kam mir wieder so, ah ja klar, es lacht ja keinen. Es macht ja keinen Spaß. Es lacht ja keinen. Es fühlt sich ja nicht gut an. Max Giermann ist ein
tödlicher Charakter. Der ist ja gar nicht er selbst, der ist ja 750 andere Personen und er kann ja alle Menschen dieses Planeten nachahmen oder karikieren. Und natürlich war mir klar, dass wenn Max Giermann mit in der Runde ist, er auch ein paar seiner Klassikerfiguren raushaut. Dass es aber ausgerechnet Jorge sein musste, der da irgendwie noch mit so künstlichen Augen und sowas da was gemacht hat, das war schrecklich. Es war eine der ersten Nummern und da war klar, und das war ist Max ja zu verdanken einfach, der Max hat natürlich erstmal die Temperatur gesetzt. Ne? Der hat natürlich erstmal gesagt, so Leute, und das müsst ihr jetzt erstmal schaffen. Das war toll, weil es hat uns andere natürlich total angespornt. Hoi, Marcella Ninale. Ja, richtig krass. Als er da mit dieser Zaubernummer angefangen hat, war natürlich total irre, weil nicht nur, dass diese Zaubertricks so bescheuert sind, nee, wie genial ist das, das einfach noch zu verknüpfen und Jorge, den du eh nicht verstehst, jedem diese Zuschreibung zu geben, dass er jetzt dieser fucking Zauberer ist und da steht und diese Sachen, das war großartig. Das war sehr, sehr lustig. Ich hab gemerkt, dass er jetzt Jorge macht und dachte so, geil, weil ich liebe Max und ich liebe auch diese Parodie, aber dachte ich, das war nie die Parodie, die mich so am meisten zum Lachen gebracht hat. Viele Freunde von mir waren immer, wenn der Jorge nachgemacht hat, haben die abgebrochen, konnten nicht mehr. Aber bei mir war es eher so Klaus Kinski, der Karl Dall. Karl Dall, wenn er den gemacht hat, unfassbar. Oder Thorsten Sträter oder so, wenn er den nachgemacht hat. Das waren eher so meine Knackpunkte. Und dann dachte ich wirklich so, cool, es ist ja nur Jorge. Und dann in dem Moment, als es dann mir hochsteht, dachte ich, oh nee, Tommy, ey, jetzt kann er dich doch nicht damit schon kriegen. Wenn er dich damit schon kriegt, was kommt dann als nächstes? Und dann, es war so ein bisschen Panik, die dann in mir aufkam, weil ich gemerkt habe, zu dem Zeitpunkt, fuck, ich muss total lachen und versuche zu unterdrücken. Wie bringt man 10 Spaßgranaten zum Verzweifeln? Mit nur einer Regel, Lachen verboten. Das ist halt Folter. Oh, fuck, scheiße. Lachen, das passiert einem einfach so. Und davor habe ich Angst. Good luck! 6 Stunden Psychoterror. Borkus! Nimm Borkus! Ich muss ja über jeden Scheiß lachen. Ist schon deine Nummer? Anke Engelke, Annette Frier, Max Giermann, Klaas Häufer-Umlauf, Martina Hill, Kurt Krömer, Bastian Pastewka, Larissa Ries, Tommy Schmidt und Tané. Das ist der absolute Wahnsinn! Last One Laughing, die neue Staffel, ab 1. Oktober, nur bei Amazon Prime Video.